Wir feiern den Gottesdienst im Namen von Gott, Schöpfungskraft, im Namen von Jesus Christus, Lebenskraft und im Namen von der Heiligen Geistkraft. Amen. Liebe virtuelle Gemeinde, wie geht es Ihnen heute? Wie fühlen Sie sich jetzt, wo sich das Leben wieder ein bisschen mehr regt in unserem Land? Sie wieder bei den Coiffeuse ihre Haare schneiden können, ihrem Lieblingsrestaurant einen Besuch abstatten oder als ältere Person wieder eigenständig einkaufen können, ohne dass sie schräg angeschaut werden. Sind sie guten Mutes, ermutigt oder sind sie knocked out im Lockout? Angesichts von dem Corona-Sturm, wo wir durchquert haben und wo wir mehr oder weniger gut überstanden haben, lade ich Sie heute ein zu einer Bildbetrachtung. Nämlich von dem Ereignis, wo der Jesus mit seinen Anhängerinnen und Anhängern über den See gefahren ist und dabei in den Sturm geraten ist. Wir hören die Lesung aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 4, Vers 35 bis 41, in der Fassung der Bibel in gerechter Sprache. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern und Jüngerinnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Volksmenge weg und nahmen ihn so, wie er war, im Boot mit. Weitere Schiffe begleiteten das Boot. Da kam ein heftiger Sturm auf und die Wellen schlugen ins Boot, sodass es voll Wasser lief. Jesus lag im Heck und schlief auf einem Kissen. Sie weckten ihn und riefen: Lehrer, machst du dir keine Sorgen, dass wir dabei sind, unterzugehen? Der Aufgeweckte drohte dem Wind und sagte zum See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde völlig still. Er fragte sie: Was fürchtet ihr euch? Habt ihr noch kein Vertrauen? Nun ergriff sie große Ehrfurcht und sie sprachen zueinander: Wer ist das, dass selbst Wind und See ihm gehorchen? Liebe virtuelle Gemeinde in nah und fern. In den letzten Monaten sind wir durch spezielle Zeiten gegangen und haben den Corona-Sturm, der um uns getobt hat, unterschiedlich wahrgenommen und erlebt. Auf alle Fälle war es schwierig und es ist auch weiterhin eine Herausforderung.
Es sind immer noch Ängste da. Nach wie vor um die Gesundheit, aber auch um die Existenz. Das Wasser könnte einem immer noch über dem Kopf zusammenschlagen. Auch in der Bibel ist die Rede von so Situationen, kritischen, wo die Jüngerinnen und Jünger Angst haben, unterzugehen. Wir haben die Geschichte vom Seesturm gehört. Ich denke, wir können das Gefühl von denen im Boot gut nachvollziehen. Wir können uns ihre Gedanken und ihre Orientierungslosigkeit in dieser brenzligen Situation mitten auf dem Wasser vorstellen. In dieser Geschichte, wo sie über den See fahren und dann in einen Sturm geraten. Einige von ihnen sind wohl Fischer von Beruf gewesen. Und darum hat das Steuern von einem Boot für sie eigentlich zu ihrer alltäglichen Arbeit gehört. Sie haben sich auch mit den Wetterverhältnissen aus dem See Genezareth eigentlich bestens auskennt und haben auch da schon Stürme erlebt. Der, wo sie sich jetzt aber drin befindet, ist so heftig, dass sie nicht mehr geglaubt haben, aus ihm heil rauszukommen. Das Bild mit dem Titel Jesus schlafend inmitten des Sturms stammt aus einer Chronik aus dem Jahr 1000. Wir sehen, die Segel von dem Boot sind bläht. Es liegt schief im Wasser. Und ganz am Rand dieser Szenerie ist der Jesus zu sehen, anscheinend völlig ruhig auf einem Küssi liegend. Während die anderen, die mit in seinem Boot sind, ganz ängstlich in die Weite schauen. Wahrscheinlich auf Wellen, die sich vor ihrem Bug auftürmen. Da mag auch Seeungeheuer, wo die vorne ist und sie soll schützen, nichts ausrichten dagegen. Ein Heiligenschein trägt auf dem Bild alle, nicht nur der Jesus. Vielleicht eine Verheißung, dass sie in dieser Geschichte heil werden davonkommen. Auch wenn der Jesus da ist, mitten unter ihnen, die Arbeit an den Ruder müssen die im Boot selber machen. Auch wenn sie ihn fragen, machst du dir keine Sorgen, dass wir dabei sind, unterzugehen? Und vielleicht erwartet, dass er ihnen hilft, das Boot unter Kontrolle zu bringen. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er hilft, indem er aufsteht, den Wind bedroht und so die Wogen zum Glätten bringt. Im Urtext von dem Evangelium stehen an dieser Stelle die gleichen Wörter, wie sie bei Dämonenaustreibungen gebraucht sind. Es ist ein Ausdruck davon, dass Jesus Kräfte zugeschrieben werden, die Dämonen beherrschen und eben auch Wogen zum Glätten bringen. Etwas verwunderlich ist die Reaktion von Jesus, nachdem er den Sturm gestillt hat. Seine Worte, was habt ihr Angst, habt ihr noch kein Vertrauen, sind nicht unbedingt typisch für den Mann, der sonst doch immer jedem geholfen hat. Schauen wir uns einmal an, in welchem Kontext die Bibelstelle angesiedelt ist. In den Versen vorher predigte Jesus am Ufer vom See zum Volk
wo zusammengekommen ist, um ihn zu hören. In Gleichnis redet er vom Reich Gottes. Und dann segelt er mit seinen Jüngern und Jüngerinnen über den See. Denn sie haben viel den Leuten erzählt und haben ein bisschen Ruhe gesucht. Seine Anhänger haben viel von ihm gelernt. Sie haben seine Kraft und Macht bei Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen aus nächster Nähe miterlebt. Und doch, wo sie in den Sturm geraten, ist ihr Glaube an ihn noch nicht so gross, dass sie Vertrauen haben, dass Gott sie nicht im Stich lässt und ihnen wird helfen. Habt keine Angst. Wieso habt ihr noch kein Vertrauen? Das Jesus-Wort, das könnte auch uns gelten. Denn auch wir haben doch Angst, inmitten von einem Sturm unterzugehen. Und wenn es auch nur der Corona-Sturm ist, der uns in den letzten Monaten geschüttelt hat. Hast du noch kein Glauben und Vertrauen? Gerade in dieser Zeit, wo das kleine Virus alles auf den Kopf gestellt hat, lässt uns das Gefühl von Angst und Ungewissheit nicht in Ruhe. Aber nicht nur uns lässt es nicht in Ruhe. Liebe virtuelle Gemeinde, wir sitzen alle im gleichen Boot, hört man viel in den Medien. Ist das wirklich so? Nein, so wie Schiff und Boot, die jetzt übers Mittelmeer fahren, nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Da gibt es Kreuzfahrtschiffe mit Touristen und Touristinnen drauf und gleichzeitig kleine Boote aus Holz mit Menschen drin, die auf der Flucht von misslichen Lebensumständen übers Meer setzen wollen. Und sich auch da Gefahren aussetzen. Jetzt schon besonders verletzliche Menschen sind dem Virus und seinen Folgen ungemein stärker ausgesetzt als wir hier in der Schweiz, wo das Gesundheitssystem funktioniert und wir auf den Sozialstaat zählen können. Machen wir uns den Zuspruch von Jesus also zu eigen. Sprechen wir uns und unseren Mitmenschen Mut zu. Doch vergessen wir auch die nicht, die sich immer noch im Sturm befinden. Amen. Unsere Anliegen für uns und unsere Mitmenschen, für unsere Welt allgemein
was aus den Fugen ist, legen wir in das Gebet, wo Jesus Christus uns immer wieder von Neuem lehrt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte vergessen Sie die Kollekte nicht. Der Kirchenkreis Zürich 11 sammelt am heutigen Sonntag für die Ratgenossenschaft der Landstrasse. Als Dachorganisation der anerkannten Minderheiten der Jänischen und Sinti in der Schweiz setzt sie sich ein für die Erhaltung der Kultur und Sprache und die Schaffung von Lebensraum für die unter ihnen, die noch die fahrende Lebensweise praktizieren. Und auch die, die vor allem mit Angeboten an der Haustür wie Messerschleifen und so weiter ihren Lebensunterhalt verdienen, die haben es momentan auch besonders schwierig. Zudem betreibt sie ein Doku-Zentrum und beratet und unterstützt ihre Mitglieder in sozialen Fragen. Ihre Wanderausstellung haben wir auch schon hier bei uns in der Markuskirche zu Gast gehabt. In unserem Kirchenkreis sind Jänische auf dem Standplatz Eichrhein in Seebach präsent. Besten Dank für Ihre willkommene Gabe. Sie finden den Link auch dann in der Kachel, wo der Gottesdienst aufgeschaltet ist, und sonst unter reformiert-zürich.ch/Kirchenkreis11. Wir stellen uns unter den Segen von Gott. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke uns in der Liebe. Amen.